Herzlich willkommen zum neuen Video, zum Beitrag. Ich habe schon angekündigt, es geht wieder mehr in Richtung Technik und vor allem mehr auch in Richtung Information in der IT-Welt. Was hat sich jetzt schon getan? Auch noch das Thema Datenschutz ist noch aktuell. Deshalb ein kurzes Video hier dazu. Ich verwende ja immer ESP-Config in meinen Videos und in meinen Tutorials. Wird ESP-Config immer wieder ein Thema sein? Ich finde das einfach ein geniales Tool. Und etwas verspätet hat ESP-Config jetzt darauf reagiert und Datenschutzfunktionen implementiert und gerade für Systemadministratoren interessant und Webhoster interessant, denn mit diesen Implementationen können wir jetzt Logfiles anonymisieren, auf Tage beschränken und das alles vom Webinterface aus, ohne dass wir vorher im Linux einige Voreinstellungen machen können. Des Weiteren gibt es eben Funktionen über den Datenschutz, die ja implementiert worden sind, dass die Apache-Logfiles hier man konkret angeben kann, sollen die IP-Adressen anonymisiert werden, welche Vorlaufzeiten sollen gespeichert werden, wie sieht es aus mit den Log-Rotatings. Das neue ESP-Config kann auch Ubuntu 18.04 jetzt offiziell unterstützen und hat eben auch den Support für die ganzen neuen Let's Encrypt-Funktionen hier implementiert. Wir können dann auch noch die ESP-Config selbst über Let's Encrypt einbinden. Hier hat es ein schönes Tutorial auf der ESP-Config-Seite gibt es dazu, wie wir auch die ganzen Services hier SSL verschlüsseln können. Das war es auch schon zu diesem Thema. Kurzes Update zu ESP-Config. Wenn ihr dazu noch weitere Fragen habt, einfach in die Kommentare fragen. Ansonsten lasst ein Like da und würde mich auch über ein Abo freuen. Ansonsten bis zum nächsten Video und vielleicht sehen wir uns dann in einem meiner Kurse auch wieder. Bis dann, ciao! Herzlich willkommen zu diesem Kurs SSH für Fortgeschrittene und für diejenigen, die sich mehr mit dem Thema SSH-Server, SSH-Clients beschäftigen wollen. Was kann SSH eigentlich alles? Wir gehen hier durch die genauen Themen durch und dazu schauen wir uns einen Linux-SSH-Server an. Wir haben ein Linux-Ubuntu-System, von dem wir aus von Windows mit PuTTY drauf connecten und von einem macOS-System auch connecten können. Wir erstellen dabei diverse SSH-Keys, die wir dann zur Authentifizierung nutzen, damit wir uns ohne Passwort auf dem Linux-Server anmelden können und das alles irrsinnig sicher. Wir werden dann noch diverse SSH-Einstellungen vornehmen, um das Ganze noch sicherer zu machen und wir schauen uns dann natürlich auch an, wie wir den Datentransfer zwischen zwei Systemen sicher gestalten können, denn auch dafür eignet sich SSH hervorragend. Es gibt hier mit SCP die Möglichkeit, Dateien hin und her zu kopieren, als auch mit diversen FTP-Programmen, die das Protokoll FTP over SSH unterstützen. Somit haben Sie eine gesicherte SSH-Verbindung und können Dateien problemlos austauschen. Wir gehen dann auch weiter und schauen uns an, wie wir unseren SSH-Server absichern können. Unter anderem ändern wir den Port vom SSH, wir machen eine Zwei-Faktoren-Authentifizierung. Dazu benötigen wir dann auch ein Smartphone, ist egal ob ein Android oder ein iPhone, es funktioniert beides, denn wir brauchen nur eine bestimmte App und dann können wir uns schon auch auf dem System anmelden mit der Zwei-Faktoren-Authentifizierung. Und so sicher war Ihr SSH-Server dann sicherlich noch nie, beziehungsweise Ihr Linux-Server. Und wir können dann noch einen Schritt weiter gehen und schauen uns an, was sind Jump-Servers, wie erreichen wir interne Servers von Firmennetzwerken. Dazu benutzen wir einen SSH-Jump-Server und wie können wir über SSH tunneln. Und wir machen auch einen Multi-Hop-Tunnel. Mit dem Multi-Hop-Tunnel können wir bestimmte Port-Weiterleitungen machen, die wir dann gezielt an diverse Server weiterverbinden können. Wer bin ich eigentlich? Ich bin René Fürst und bin auf Udemy der Dozent, alles rund ums Thema Linux und diverse Microsoft-Themen und beherberge hier schon Linux für Anfängerkurse, perfekte Webserverkurse mit mehreren hundert Studenten. Und ich freue mich auch, dich bald begrüßen zu dürfen. Wenn dir das Thema Sicherheit und SSH am Herzen liegt, dann ist dieser Kurs genau das Richtige für dich. Und jetzt aber los, einfach auf diesen Kurs belegen klicken und wir können dann starten. Ich freue mich schon, dir im Kurs alles näher beizubringen und wenn du irgendwelche Fragen hast, dann nur los damit. Ich bin dann auch für dich da und wenn es Hilfestellung benötigt, kannst du auf mich zählen. Also, wir sehen uns dann im Kurs wieder.